Ja, was das Chat jetzt gerade auch noch am Ansprechen ist, von wegen, dass diese ganze NBA-Thematik schon von der einen oder anderen Brand aufgegriffen wurde. Wer von euch kennt schon das Passwort für den Black Friday Private Sale, der jetzt am Freitag, diesen Freitag, stattfinden wird, meine Freunde? Eins, wer das Passwort schon kennt. Zwei, wer hier noch leer ausgeht. Hat doch schon noch einige, die noch nicht haben, aber auch schon etliche, die bereits haben. Freunde, strengt euch nochmal an. Ihr wisst Bescheid. 26.11., das ist tatsächlich jetzt in 2 Tagen, findet der Black Friday Sale statt. Riesige Animation heute online gekommen, ja. Jetzt will ich direkt ein Like da lassen, so nicht anders. Einige Fake News sind hier unterwegs. Ja, von wegen gewisse Zahlenkombinationen, dass das angeblich das Passwort ist, weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich habe auch gelesen, dass Black Friday das Passwort sein soll. Kann ich nicht bestätigen, muss ich echt sagen. Kann ich nicht bestätigen. Gibt es den Split Hoodie in L? Boah, Bro, jetzt ohne Witz kann ich dir nicht sagen. Ich kenne nicht von jedem Produkt die Stückzahlen, wie die irgendwie noch verfügbar sind. I don't know. Ich weiß es wirklich nicht. Viele haben auch nochmal gefragt, wann der Black Friday stattfindet. Also direkt um 0 Uhr. Also das ist jetzt nicht irgendwie sonst wie sonst immer um 13 Uhr, sondern quasi sobald der Freitag am Start ist. Das ist ja quasi dann mit der Minute 0 um Mitternacht. Minute 0. Ihr wisst, um 0 Uhr halt. So, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. So, 0 Uhr halt, Mitternacht. Versteht doch, was ich meine. Haben wir den Bums dann online geschalten, wa? So nicht anders. Wir starten heute mit unserem ersten Video, wonach viele schon gefragt haben. Und zwar hat Kollege Justin mit Peso mal wieder eine neue Kollektion auf die Beine gestellt. Passend zum Black Friday, der jetzt am Freitag stattfinden wird. Dazu müsste es auch auf Instagram wahrscheinlich, auf YouTube, ein Kollektionsvorstellungsvideo geben, oder? Das werden wir uns angucken. Aber vorab schauen wir uns natürlich den Teaser an. Justin, Peso Black Friday 2021. Ihr kennt das Prinzip, Teaser, Kollektionsvorstellungsvideo. Und danach geht's rein ins Eingemachte. Auf Instagram schauen wir uns dann nochmal die einzelnen Sachen an, gucken, was wir hätten anders gemacht oder vielleicht genauso oder was da gut, was da schlecht ist, je nachdem. Wir sliden rein und wir lassen uns einfach mal überraschen, was uns da auf uns zukommt. Okay, cool gemacht. Okay, so Basketball-Vibes hatten wir, glaube ich, bei Peso schon mal gesehen, oder? Erstes T-Shirt, dann ein Basketball sogar. Aha. Irgendeine Brand hatte schon mal Basketbälle gemacht, Freunde. Also, natürlich hat jemand schon mal Basketbälle gebracht, aber in dieser, letztendlich in dieser Bubble. Ola Kala war es, glaube ich, ne? Haben wir bekannt vor, richtig, Ola Kala. Wir hatten aber auch noch Tennisbälle und Golfbälle, wenn es mich nicht täuscht. Split Hoodie? Okay, interessant. Boah, wilde Karre, oh mein Gott. Bro, wilde Karre. Freunde, den oder R8? Wichtige Frage. Lambo oder R8? Ist das überhaupt ein Lambo? Ich glaube schon, ne, Bro? Lambo Diablo ist, boah, der ist verrückt. Ich finde diese Oldschool Lambos so nice. Die haben so eine crazy Ästhetik. Okay. Teaser, relativ unspektakulär, muss ich sagen. Habe ich schon besser von Peso gesehen. Vibe wurde relativ klar, ja. Halt diese NBA-Basketball-Vibes. Jetzt auch mit dem Logo, was wir sehen. Unlimited Pre-Order muss man auf jeden Fall Peso zugutehalten. Ich glaube, die haben das am Black Friday so, ja, erfunden. Ist jetzt vielleicht zu viel, aber auf jeden Fall etabliert. Viele andere Brands machen das ja mittlerweile auch. Ist jetzt absolut ein Vorwurf an irgendwen. Ja, schließlich hatten wir es ja mit ADR doch auch vor. Haben es dann doch sein lassen. Scheint ja mittlerweile so etabliert paar Move zu sein, wenn man so will. Ich würde vorschlagen, bevor ich zu den einzelnen Pieces komme, schauen wir uns lieber das Video an, weil da kann man nochmal den ganzen Umfang der Kollektion sehen und die einzelnen Details auch nochmal, weil bis jetzt habe ich keine Hosen gesehen. Also ich habe eine Pufferjacke gesehen,
T-Shirts, zwei Stück, wenn es mich nicht täuscht, ein Zip-Hoodie, ein Basketball, aber keine Hosen. So, wir fangen an mit dem ersten Produkt. Und zwar haben wir hier eine weiße Pufferjacke, die ich auch schon vor längerer Zeit mal auf meinem Instagram angeteased habe. Leute waren sehr gehypt und haben gefragt, hä, wann kommt die denn raus? Ein paar Leute haben... Okay, weiße Puffer-Jacket. Ihr wisst, ich stehe auf weiße Produkte derzeit extrem und finde auch eine weiße Puffer-Jacket sehr interessant. Ich habe schon vermutet, dass die am Black Friday rauskommt. So ist es. Es ist eine weiße Puffer-Jacket. Die gab es aber genauso schon mal in schwarz, oder? Also kommt mir bekannt vor, das Piece. Ich glaube, die gab es 1:1 so in schwarz. Und da habe ich sie schon für gut empfunden. Und die weiße gefällt mir sogar noch besser. In der gleichen Lederoptik, also in dem Vegan Leather. Ah, genau. Das war ja quasi diese veganes Leder, Kunstleder auch genannt, aber sieht stabil aus. Die Orbit Puffer Jacket, die hat auch denselben Fit wie die Orbit Puffer Jacket, ist aber einfach nur in einem Creme-Weiß. Ein sehr, sehr nice Produkt. Die nächsten vier Produkte sind Unlimited. Heißt, es ist wie in dem letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, wo ich diese ganze Aktion überhaupt ins Leben gerufen habe. Leute fucken sich über das Jahr halt öfter ab, dass sie irgendwas nicht bekommen. Ich finde, wenn ich mir die Kollektion so angucke, dann stechen die vier nächsten Pieces auch so ein bisschen heraus, also vom Design. Ich meine, hier kommt dieser NBA-Einfluss schon sehr, sehr stark zur Geltung, weil wir halt relativ große Prints haben. Und bei den anderen Sachen ist es mehr so ein auf Raws angelehntes Produkt. Mal gucken, ob das jetzt erstmal von außen so aussieht oder ob es dann tatsächlich auch der Fall ist. Wir haben hier einmal ein Frotte-Stitching mit Peso-Claw, was hier in so einer, ja... Okay, finde ich schon mal sehr gut, dass das weiß in weiß gehalten wurde. College-Optik nochmal ist... Ich hätte den All-Stars-Patch allerdings weggelassen und mich komplett auf dieses NBA-Logo begrenzt. Das finde ich auch von der Positionierung her cool. Gibt nochmal so einen kleinen Farbklecks, aber den hätte ich weggelassen. Und dann zwei Patches, hier einmal All-Stars und hier ein Logo mit einem Adler drin. Ihr seht schon am Fit, ich packe den hier mal kurz zur Seite. Der Hoodie fittet genau wie die Raws, also ja, der Zip-Hoodie fittet auch. Ich glaube, ich kann jetzt schon mal sagen, das ist mein... Also das Oberteil, was mir am besten gefällt. Die Raws und die beiden T-Shirts fitten auch wie die Raws, weil das einfach der geilste Fit ist und wir den über das Jahr halt für uns gefunden haben. Und da gebe ich euch recht, es fehlt das Metallpatch, kann es sein, was man eigentlich vom Peso ja kennt. Also bei anderen Produkten. Perfektioniert haben fast schon. Also ein leichter Cropped Fit, da könnt ihr true to size gehen. Ja, muss man, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen. Krasser, cleaner Hoodie. Kommen wir als drittes zu einem sehr, sehr nicen Zip-Hoodie. Der ist in einem kompletten Schwarz, also kein Stone, so wie der aus den Raws, aber der hat trotzdem denselben Fit. Okay, dann kommen wir zum Zip-Hoodie. Ihr wisst, Freunde, Zip-Hoodies, sehr, sehr gefühlt von mir. Ich glaube, wir haben jetzt auch mit ADR schon zweimal welche rausgebracht, die, by the way, immer sehr, sehr, sehr gut bei euch angekommen sind. Ich bin mal gespannt, ob uns der hier gefallen wird, Freunde. Auf der Seite und gesplittet sozusagen ab dem Reißverschluss haben wir hier noch ein Artwork, was ein Künstler aus Berlin für uns gemalt hat. Ein alter Kollege von mir, Shoutout an Jurek. Ist super, super nice geworden. Dann haben wir hier noch... Ich bin ehrlich zu euch, ich feiere die linke Seite, die rechte gefällt mir aber nicht. Drei Sterne reingestitcht und hier noch eine... Also, wisst ihr, was ich meine, Chat? Die Schlange ist mir zu laut. Das weiß ich nicht. Das sticht zu sehr krass raus. Hier mit so grau, schwarz, kann ich mir noch so halbwegs anfreunden. Das Element mit dem NBA-Logo, ja, zieht sich halt letztendlich durch alle vier Pieces wahrscheinlich durch. Aber das rechte, die Schlange, taugt mir nicht. Eine kleine Schrift, die da rausguckt. Auch hier wieder das Adler-Logo und das ist der Zip-Hoodie. Kommen wir dann zu einem T-Shirt, was ich erst relativ spät geteased habe. Es ist der gleiche Stoff wie bei den Raws. Es wurde hier bei so... Alles so ein bisschen... Kann man sagen, dass es so Comic-mäßig ist, diese Zeichnungen? Schon, wa? Bei nichts Abstriche gemacht. Also es ist der Heavy-Stoff von den Raws, nicht der normale Stoff. Das gleiche gilt auch für die T-Shirts und das ist einfach crazy. Wir haben hier im Gegenzug zu dem Hoodie, der ja relativ ruhig ist, mit ein paar nicen Details. Ja, gebe ich Ihnen recht, ein relativ auffälliges, lautes T-Shirt. Einen sehr auffälligen Print, der auch komplett von Jurek gezeichnet wurde. Hier mit dem Basketball, der Schlange drumherum, dem Kopf. Also don't get me wrong, die Schlange ist jetzt nicht irgendwie schlecht gezeichnet oder so. Es passt zu diesem Comic, der Comic-Stilistik. Aber mit den Farben gefällt es mir einfach nicht. Dann hier dem All-Stars-Logo, was ja auch hier vertreten ist, nur in einer abgewandelten Form, einem Basketballer, einem Korb. Und das Krasse ist, dieser Peso-Schriftzug hier, ich blende euch das mal als Close-Up ein, der hat eine Textur von einem Basketball. Das heißt, wenn ihr da drüber fühlt... Okay, nice Element. Also auch, dass das sich so mit dem Kollektionsthema Hand in Hand geht. Kommen wir dann zu meinem, glaube ich, Favorite-T-Shirt. Das T-Shirt gefällt mir schon besser als das vorherige. Das
Weil da sticht diese Schlange nicht so doll raus. Weil wenn ihr hier mal guckt, dieses Grün ist hier deutlich dunkler und ist nicht so in your face. Es ist kein komplett normales Schwarz, das ist aber auch kein Stone, es ist so ein Mittelding. Es ist ein Washed Black, würde ich mal sagen, aber ein bisschen mehr als dieses normale Washed Black. Einfach so, ja. Ihr seht es wahrscheinlich im Video, wenn der Kontrast jetzt nicht zu... Was das Chat jetzt gerade auch noch am Ansprechen ist, von wegen, dass diese ganze NBA-Thematik schon von der einen oder anderen Brand aufgegriffen wurde. Und da müssen wir uns wieder darüber unterhalten, ob wir dann Split-Hoodies rausbringen dürfen, weil Vetements die 2016 schon rausgebracht hat. Oder von, weiß ich nicht, 1940 von irgendeinem Vintage-Shop verkauft wurde. Wisst ihr, ich meine... Weiß ich. Da dürfte ja jedes Kollektionsthema oder jeder Vibe nie ein anderes Mal aufgegriffen werden dürfen, weil dann kann man ja immer sagen, ja, die hatten das schon. Bin ich schwierig, bin ich älter euch. Herr Pat, sag ich mal. Wir haben hier oben Championship stehen mit dem Adlerlogo hier auf der linken Seite, einem Basketball drin und dann eine Kulisse, die auf den Venice Beach Basketballplatz angelehnt ist, sage ich mal, mit diversen Darstellern hier unten oder Darstellerinnen und Basketball und Hund und Palmen. Es ist ein sehr nicer Vibe auf dem T-Shirt. Das T-Shirt gefällt mir besser als das Weiße, aber immer noch nicht mein Favorite T-Shirt. Also Favorite Piece aus der Kollektion. Und das ist super crazy geworden. Kommen wir dann zur ersten von zwei Jeans. Die Jeans ist vom Fit her wie die Orbit Jeans, weil das einfach bisher... Jeans sieht auf den ersten Blick sehr gut aus. Ja, mein Favorite Fit war und die beiden Jeans fitten auch, by the way, gleich. Ich habe die schwarze, die gleich noch kommt, auch jetzt gerade schon an. Und das hier ist so ein super heavy washed Denim-Stoff, also von der Farbe her wie die Raws Denim. Und hat hier dann noch so Distressings an den Oberschenkeln. Ihr habt das ja bei der Explicit Pants zum Beispiel sehr krass gefeiert mit diesen gerippten Hosenbeinen, die aber wirklich komplett über die Hose... Muss man tatsächlich sagen, dass diese Rips und so wieder ihr Comeback gefeiert haben, muss man echt sagen. Vor, weiß nicht, einem Jahr, anderthalb Jahren, so war jede Hose clean. Weiß nicht, da hat man kaum Rips gesehen und mittlerweile ist wieder voll viel distressed und... alles zerfetzt. Deswegen haben wir die mit so einem olivgrünen Stoff hinterlegt, was finde ich sehr, sehr stimmig ist mit diesem sandfarbenen, gebleachten Denimstoff. Sehr, sehr nice. Und hinten haben wir dann nochmal einen Aufnäher, der passend... Okay, okay. Das finde ich cool aufgegriffen. Marble Denim, das ist super, super crazy geworden. Marble, also Marmor, kommt jetzt nicht von ungefähr, sondern wir haben hier eine schwarze Denim, die so verwaschen ist, dass diese weißen Elemente hier drauf so aussehen wie halt so eine Marmorierung. Ah, okay, okay, okay. Super, super nice geworden. Okay, okay. Man sieht das im Close-Up auch nochmal. Okay. Sehr gut. Und dann haben wir hier... Jetzt so, wenn er es in der Hand hält, kommt das nicht so zur Geltung, aber im Close-Up sah es sehr nice aus. Rückseite wieder das Logo. Ja, heftige Hose geworden. Gefällt mir sogar besser als die vorherige. Es ist die gleiche Tasche wie von der Saints-Kollektion. Ne? Ihr merkt, wir haben ein bisschen was von den Kollektionen in diesem Jahr aufgegriffen. In dem letzten Drop in diesem Jahr nochmal geil zusammengefasst und ein bisschen abgeändert, wie halt zum Beispiel bei der Puffer von der Orbit. Hier die Tasche von der Saints und generell der Fit bei allen Sachen von den Raws. Ja, es ist... Ich habe damals schon gesagt, als die schwarze Puffer-Jacket Puffer-Jacket wahrscheinlich, die schwarze Duffelbag rausgekommen ist, dass ich die fühle und die weiße finde ich sogar low-key noch nicer. Das ist ein weißer Weekender, ne? Der hat innen drin auch noch einen Strap, wo du die Tasche so umhängen kannst und so. Habe ich auch ein Bild mit auf Instagram gepostet. Frage, ist die echt Leder? Kann ich euch. Die schwarze war echt Leder. Ja. Meine ich mich zumindest erinnern zu können. Mal kurz einblenden und ein sehr nices Reiseaccessoire oder halt auch einfach mal ein paar Pics damit zu machen. Wer weiß, wofür ihr das dann verwenden möchtet. Aber die ist natürlich auch sehr limitiert. Okay. Das waren alle Produkte, die in dem Unlimited Drop rauskommen. Okay, okay, okay. Bevor ich irgendwas jetzt detailliert sage, würde ich vorschlagen, wir gehen auf die Peso Instagram-Seite und schauen uns die Sachen detailliert an. Hoodie finde ich von den Oberteilen, abgesehen von der Jacke, am stärksten. Muss ich ganz ehrlich sagen, der Fit gefällt mir. Mir gefällt das Logo, das NBA-Logo, hier als kleines Merkmal sehr gut. Ich finde auch gut, dass hier das Peso... der Peso-Print nicht, die Bestickung vorne, Ton in Ton gehalten wurde. Ich hätte das All-Stars-Ding nur weggelassen. Ist mir einer too much und da hätte mir der hier auf jeden Fall komplett ausgereicht. Ich finde die Hose, habe ich gerade schon gesagt, sehr stabil. Die schwarze gefällt mir nochmal ein bisschen besser. Bestes Piece für mich, auf jeden Fall die Duffelbag, finde ich, die finde ich am stärksten. Ich finde, die Größe sieht absolut angenehm aus. Mich würde jetzt halt wirklich nur interessieren, dass es echt Leder ist oder nicht.
Wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass die schwarze Echtleder war. Der Chat hat aber gerade gesagt, dass das nicht Echtleder ist. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie Echtleder ist. So, soweit so gut. Schwierig sind dann für mich die anderen Pieces. Das T-Shirt ist für mich das Schwächste der Kollektion. Hier sieht man nochmal gut die Denim, die hier mit den Distressed-Elementen gut rüberkommt. T-Shirt holt mich nicht ab, kann ich jetzt persönlich nichts mit anfangen. Ich finde dieses T-Shirt dann nochmal ein bisschen stärker, aber auch das ist nicht meins. Das dann aber ein bisschen schon eher, weil das gibt mir so ein bisschen diese Vintage-Vibes. Finde ich auf jeden Fall besser als das andere. Die Hose, für mich die stärkste Hose. Zweitbestes Produkt, drittbestes Produkt, weil wir haben noch irgendwo die Puffer-Jacket. Die Puffer-Jacket will ich auch zu meinen Favoriten zählen. Von dem Support, die bin ich auch kein großer Fan. Habe ich ja schon angesprochen, die Thematik mit der Schlange. Da gefällt mir die Puffer Jacket schon besser. Ja, ich glaube, Top 3 auf jeden Fall. Duffelbag, Puffer Jacket, schwarze Denim. Die schwächsten für mich sind diese Jacke und die beiden T-Shirts. Ja, so würde ich das Ganze einstufen. Preise sehen wir anscheinend auch in der Story. Okay, hier sehen wir die Sale-Preise. Hier kann man teilweise einen 10er, einen 15er oder einen 20 sparen, 25 sogar. Ist in Ordnung. Denims absolut fairer Preis, T-Shirts fair, die Duffelbag 290. Wenn das wirklich echt Leder ist, kann man da auch absolut nicht meckern. Ja, ey, alles in allem würde ich das einschätzen, eine durchwachsene Kollektion, kann man glaube ich sagen, also mit Höhen und Tiefen. Ich würde es nicht als die beste Kollektion von Peso betiteln. Da haben wir bessere schon tatsächlich gesehen. Gerade die letzte, da gab es wirklich sehr, sehr gute Ansätze mit dieser Puffer Pants, die ich sehr gefeiert habe. Hier fehlt mir das so ein bisschen, wobei es halt bei der Duffel Bag kennen wir schon, bei der schwarzen. Aber ja, sowas, so einen Überraschungseffekt hätte ich ganz gerne nochmal drin gehabt. Aber es ist halt auch in Anführungsstrichen nur ein Black Friday Sale. Und ich glaube auch als Sicht von einem Käufer, ich glaube dann, es ist da glaube ich mit den Motiven wieder Produkte entwickelt worden, die halt wahrscheinlich sehr, sehr gut ankommen werden. Weil wenn ich mir die vergangenen Peso-Kollektionen anschaue, dann waren ja immer mal wieder was mit Prints, ein bisschen lauter dabei und da reiht sich das natürlich sehr gut ein. Naja, viel Erfolg auf jeden Fall für die Kollektion. Bin da tatsächlich gespannt, wie das dann ablaufen wird und auch auf die Fragestellung, vielleicht ja, wissen wir oder erfahren wir es noch, ob die Duffelbag Echtleder ist oder nicht, weil Echtleder wäre tatsächlich schon eine Ansage.